Leute, heute habe ich einen Octane-Tipp für euch, der sehr effektiv ist. Ich glaube, es gibt noch andere Legenden, wo das sehr, sehr wichtig ist. Spontan fällt mir tatsächlich jetzt aber nur Octane ein. Es geht um eine bestimmte Videoeinstellung. Ihr kennt das. Ihr haut euch eine Stim-Injektion rein. Jetzt guckt mal nach links und rechts am Bildschirm. Die Field of View, die verändert sich. Und das ist etwas, das sieht zwar stark aus, aber im Zweifel kann es sein, dass ihr die Gegner dadurch natürlich schlechter seht. Guckt euch jetzt mal den Vergleich an. Ich stelle mich jetzt mal hier hin, aktiviere meine Spritze. Und der geht ein Stück zurück. Das ist auf Close Range nicht der Rede wert. Aber ich rate euch, stellt das aus, es sei denn, es stört euch nicht. Es gibt nämlich eine, zieht euch das alleine mal rein. Guckt mal. Ich bleib mal hier stehen und ihr habt genau links am Bildschirmrand diesen Tannenbaum. Wie sich die Sicht verändert. Und es gibt eine Videoeinstellung, wenn ihr das nämlich weghaben wollt, geht ihr auf die Einstellungen. Normal seid ihr auf Gameplay, dann geht ihr hier auf Video. Und dann SF-Fähigkeiten-Skalierung. Das müsst ihr deaktivieren. Achtung, wenn ihr da drauf geht. Was ist jetzt los? Achso, ich war noch in der Animation, deswegen ging das jetzt nicht weg. Interessant. Ihr drückt bestätigen und denkt dran, ihr müsst das hier auch nochmal übernehmen. Wenn ihr euch also wundert, warum das nicht funktioniert, das ist wie wenn ihr eure Sicht verändert. Ihr müsst vorher nochmal übernehmen drücken und dann ist das weg. Jetzt drücke ich die Stim-Injektion und ihr seht, es tut sich links und rechts und überhaupt überall auf dem Bildschirm nichts mehr, außer ein bisschen Geflimmer. Also wen es stört, es macht auf jeden Fall ein bisschen was mit euch, wenn ihr regelmäßig mit Octane spielt. Also stellt es lieber aus und ihr könnt auf jeden Fall in einem Gunfight, der vielleicht plötzlich passiert, akkurater auf die Gegner ballern.